Wo müssen wir vorlegen mit der Kohle? Ja, ist halt Logik von der Frau. Was? Hä? Wo kommt das jetzt her? Typisch halt. Ein Schachbrett ist bereit für eine Partie, aber wo finde wo? Ah, ich habe da eine fehlende Figur gesehen. War denn hier irgendwo die Die fehlende kommt Figur? wahrscheinlich. Die war doch hier Die gerade kommt irgendwo. wahrscheinlich. Hier war sie nicht. Ich habe die da irgendwo gesehen. Die fehlende Figur. War denn hier irgendwo? Ah, die war hier. Ach so, die war in dem Wimmelbild drin. Die, das Haus haben wir alle gekriegt. Ach so. In dem Wimmelbild war so eine Dame zwar, aber. Wo war das? Ach, hier auf dem Tisch ist das Schachbrett. Ach, da brauchst du bloß Bauern. Also Springer meine ich. Drei Springer fehlen ja noch. Ja, okay. Eine Tür, eine Da. geheimnisvolle Tür. Wo wir keinen Schlüssel haben. Ja, Ich die muss ist den gar. Schlüssel finden. Ja. Das ist nämlich die Das wollte Tür ich gerade zum. sagen. Die ist garantiert verschlossen. Das ist die Tür zum Untergraben von der. Von der Treppe. Ach, oh Mann. Zum Rittergang oder wir gehen erstmal zur Galerie. Wäre noch voll Erstmal gut. Ah, zur hier gibt es Galerie, genau. Kratzspuren vom Wolf. Wir waren nämlich der Wolf hier unten ist hier. Oh, ich habe das umgehauen hier, das Bild. Es kommt nämlich eine Nische zum Vorschein. Mit so einem grimmigen Gesicht. Das Ding ist locker. Mit dem Messer oder was ähnliches könnte ich es ausgraben. Na, das haben wir natürlich weggetan. Dem ist shady. Ja, super. Ja, pff, haben wir einfach weggemacht. Brauchen wir ja nicht mehr. Vorhänge. Es ist ein Teil des Vorhangs, aber hier müsste irgendwo ein Seil sein, um die Vorhänge beiseite zu ziehen. Ah, hier hast du ein Seil. Hier hast du ein Seil. Bitteschön. Boah, unter dem Fenster. Alter, unter dem Fenster ist wieder übelstes Dreckloch. Alter, unter dem. Alter Schwede. Bloß Vorhänge Ja. zugezogen und dann die ganzen Müll war Und ein weg. Wimmelbild wieder, okay. Eine Fledermaus. Also Batman. Oh Mann. Diskette und Okay, USB-Stick. Batman. Diskette ist hier. Die ist gut, garantiert gut versteckt, Oh, ey. hier ein Herrenrasierer von Gillette. Und eine Gurke. Die liegt bestimmt schon länger hier und fängt schon an zu riechen, aber egal, ich lege einfach meine Gurke aufs Fensterbrett. Okay. Yum, yum, yum. Ein Krebs. Eine Rose. Ein Ach, Tanga. die Fledermaus habe ich gefunden, die ist rechts unter dem Telefon. Ach, da hängt die. Andersrum, wie es immer hängt. Ach, toll, ein USB-Stick. USB-Stick, eine Batterie ist ja hier, das ist ja offensichtlich gewesen. Eine Lupe. Eine Loop. Ah, die Lupe ist hier oben. Genau. Hast du dein Seepferdchen gemacht? Damals in der Ja, Schule, ja? schon seit Jahren Das schon. nämlich hier an der Seite ist. Ah Eine ja, Gewürzgurke, okay. sagst du hier, eine Bautzener Gewürzgurke. Ein Ein Mikrofon ist Mikro. hier, das hab ich schon gesehen. Ein Schild. Ein Was Schmier. meint ihr jetzt mit dem Schild? Das kann ja auch unterschiedlich aussehen. Eben. Oder hast du einen Hotdog gesehen? Einen leckeren, saftigen Hotdog, der nämlich hier ist. Ein Rasierer, Du der ist bist hier. ja. Wow, du bist ja richtig gut. Ein Soldat, der ist links. Ach hier, der Ganz hier. links. Der Genau. Weihnachtssoldat. Genau. Jetzt nur noch ein Tja. USB-Stick. Ah, das Schild ist hier, hinter dem Vorhang hier. Ach da, Oh oh lol. Gott. Ja. Und ein USB-Stick. Oh. Sehe ich gerade nicht so. Ich auch nicht. Schlager brauchen wir nicht mehr, ne? Nee. Ah, das hat früher auch das Ding hier. Das geht also die Treppe runter. Seems cool. Ah, ich glaube, das habe ich auch noch, so ein Ding. So ein Sprungding ist das mit so einem. Ja, ich weiß aber nicht, wie das heißt. Nee, ich auch nicht. Ja. Versuch das Das links. mal unten rechts. Oder? Ne, das ist Dein. irgend so ein Schrittzähler hier. Achso, Eine okay. Schere, eine Teddybären. Den Würfel brauchen wir nicht, ne? Ein Würfel nimmt das Telefon. Wenn du mal würfeln möchtest während des Telefonierens. Und dann kannst du sagen, ah hier, ich habe eine 6 gewürfelt. Und dann dein Gegenpart dann so, ja, und? Ja, Oh, hier eine das ist 5. eine gute Frage. Oh, jetzt sieht es so weihnachtlich aus, hier mit dem Stern und. Ja, irgendwie schon. Oh, hier, wer macht denn sich in der Gardine so eine Sicherheitsnadel oder so eine Reißzwecke? Das ist nicht gerade cool. Nee. Stiefel hier klammernd ans Fenster gestellt, damit sie ausmüffeln. Und die Schlittschuhe hier noch. Und hier vom kleinen Sohn das Auto. Polizeiauto. Und hier die geheimen Fesselspiele von den Eltern. Weißt du, was abgeht? Oh nee, ich sehe den Hier ist ein nicht. Boot noch, wenn sie mal Schiff fahren gehen. Der ist auch gut Ich versteckt sehe hier den oben. nicht.
Ich ohne. Ein Wecker. Ein Wecker am Fensterbrett. Wo ein Durchgang ist und einen Löffel am Fenster klebt. Okay. Ja, es ist ja logisch. Logische Sache. Versuch mal den. Ich klebe ja meine, ich klebe meine Löffel auch immer ans Fenster. Finde ja. Man die einfacher. Ja, damit die besser abtrocknen können. Gut. Ne? War gut. Warte mal, was ist denn das neben dem Kaktus? Rechts vom Kaktus, was ist denn das für ein das Ding hier? Da? Nee. Hinter den Gardinen. Na, das war gerade hier an der Kordel dran. An der Kordel war das Ding. Und ein Schild würde es noch nützlich sein, wenn irgendwann mal ein Ritter angreift. Und wir uns dann mit dem Schild verteidigen können. Jetzt haben wir schon ein Schild und einen Streitkolben. Können wir uns schon perfekt verteidigen. Boah. Oder wenn halt ein Wolf kommt. Mit dem Streitkolben jetzt rausklopfen? Nee, ne? Ich dachte schon, oder können wir das ja mit der Taschenlampe rausmachen? Nee, ne? Okay. Nee. Hätte man ja alles versuchen können, aber... Ja, hätte ja sein können. Hier ist nichts. Hier kann man die... Oh, geil. Levelwechsel unentdeckt, Aufgabenspieler. Sowas ist auch neu. Ach, die Aufgaben, hier ist eine Aufgabe, hier ist eine Aufgabe, hier ist eine Aufgabe, hier ist eine Aufgabe, hier ist eine Aufgabe. Okay. Wow. Umgestürzter Baum ist noch was. Eine Hängebrücke kann man noch was machen. Eingang zum Schloss. Kamin. Eine Galerie. Kannst du überall noch was machen. Wahnsinn. Wow, da haben wir ja noch einiges vor. Ich glaube, das erste Mal, dass es hier eine Karte gibt. Mhm. Ja, beim ersten Teil gab es das ja noch nicht. Ah, hier oben kann ich raus. Okay. Hier geht's zur Halle. Hier ist übelst dunkel. Ja. Hallo? Dann gehen wir mal in die Halle. Dann machen wir nicht mehr mit der Taschenlampe. Machen wir mal nicht mehr. Boah, ein Geist. Und ein Wolf. Wow! Boah, das ist ein Geist. Ich traue meine Augen nicht. Mein Herz schlägt wie verrückt. Und da hinten ist ein Wolf da hinten. Da leuchte ich gerade hin mit der Taschenlampe. Da hinten. Mhm. Das war gerade der erste Hochschock-Moment. Ja. Eine Blume. Der Schaltkasten ist kaputt. Ohne Schalter kann ich das Licht nicht einschalten. Wir haben keinen Schalter. Wir haben nur ein Schild und ein... Dann können wir uns gegen den Wolf verteidigen. Ja. Ich glaube, da kannst du noch nichts machen. Nee, nicht so richtig. Das ist nicht schnell. Da gehen wir schnell wieder zurück. Da haben wir uns echt gerade übelst erschrocken bei dem Geist. Alter Schwede. Ein Helm von der Ritterstatue. Ich brauche etwas ziemlich Heftiges, um den Helm abzuschlagen. Die Morgenstern. Wir haben da was ziemlich Heftiges. Bäm, weggefeuert das Ding. Bäm, weggefeuert. Ja, und was bringt uns das jetzt? Ja, ist der Helm weg. Ah, hier liegt was drin. Das ist eine Fernbedienung in der Rüstung. Zu dumm, dass ich meine Arme zu kurz sind. Und da nicht rankomme. Da ist aber ein Schloss dran und eine Fernbedienung. Okay. Da kann man irgendwas aufmachen oder so. Das ist vielleicht irgendeine Garagentür öffnen oder so. Könnte ich mir vorstellen, weil das ein Schloss ist, eine Fernbedienung. Könnte möglich sein. Ach ja, der Helm, in dem Helm ist was drinne. In dem Helm ist ein Beutel mit Sand. Okay. Ja, in dem Helm war ein Beutel mit Sand. Logik. Ja, cool. Das geht voll ab. Also hier können wir Club nicht mehr machen. Da gehen wir jetzt mal hier in zum Rittergang. Hier brennt's. Das Feuer breitet sich aus. Ich bekomme das Gefühl, dass ich hier unerwünscht bin. Sag mal bloß. Oder liegt ein Dolch? Kannst du da vielleicht den Beutel benutzen? Bestimmt. Beutel drauf! Ja, siehst du? Geil. Haben wir mit dem Sandsack das gelöscht, das Feuer. Und der... Ja. Der bewegt sich so bedrohlich hier oben, der Kronlösch. Der wird bestimmt runterfallen, wenn wir da lang gehen. Das ist doch immer so in solchen Filmen. Ja, eigentlich schon. Ach ja, der bewegt sich. Blumen. Der Schmetterling. Blumen halt. Der Fensterrahmen ist wunderschön mit Blumen überwuchert. Wenn ich sie vorsichtig abschneide, kann ich das dahinter da gucken, was dahinter ist. Hier liegen Gläser hier. Haben sie am Fenster mal einen Tee getrunken oder einen Kaffee getrunken und dann hier stehen lassen? Dann sind die überwuchert geworden, die Tassen. Ja, das könnte durchaus möglich sein. Ein Messer. Da war der Herr Grey bestimmt gerade sauer hier, weißt du, und dann hat er hier mit dem Messer hier, pusch, mir reicht's und ich gehe jetzt. Da hatten sie bestimmt gerade eher Krieg. Kann auch sein, dass die Kratzer vom Wolf sein könnten. Das kann auch sein. So, ja, das Messer kannst du garantiert bei den Blumen benutzen. Das Sitzkissen ist mit Schrauben befestigt, doch warum? Vielleicht ist etwas darin versteckt. Ich muss auf der Suche auf der Sache nach Grund gehen. Ich muss der Sache auf den Grund gehen, so heißt das. Blub. Oh Mann, muss ich das schnell vorlesen? Ja. Ein paar Hocker, noch ein paar Hocker. Sind alle Bäder angeschraubt und die Ritter lassen uns hier nie rein. Weil die hier sagen, nö, gibt nichts.
die gekreuzten Hellebarden sperren mir den Zugang zu Grays Arbeitszimmer. Ja, woher weiß sie das, dass das Arbeitszimmer dahinter ist? Ja, es würde mich schon interessieren, woher weiß sie das? Oder gibt es irgendwo Anzeichen, dass hier steht, hier Grays Arbeitszimmer? Aber bestimmt hier hinten bestimmt das ganz kleine Minischild da hinten. Ja, mit Sicherheit. Trotzdem quietscht da hier oben, der Kollege. Wir kommen, ach, du wolltest ja hier. Du wolltest ja hier Messer und wegschnipsen. Nee, ich kann das hier nicht verwenden. Ah, kannst du nicht, okay. Aber logisch wäre es normal. Ja, du könntest zwar das hier alles wegschnipseln mit dem Messer, aber nö, wollen wir nicht. Jetzt haben wir wenigstens ein kleines Schild, wo wir uns mit und dann noch ein Wurfmesser, was wir dann auch benutzen können. Richtig geil. Mit bloßen Händen soll ich ja nicht graben. Warum nicht? Kannst du ja graben mit bloßen Händen? Nö. Dann mach halt sowas hier. Geht auch nicht. Könntest du mal mit hier rumstochen, aber das bringt nichts. Vielleicht brauchst du da so eine ganz kleine Schaufel. Hier kann man da rauskratzen, geht das? Das geht sogar. Hoffen. Glück. Super. Flupp. Ein mürrisches Gesicht. Ja. Gleichgültiges Gesicht. Mhm. Gleichgültig. Mhm. Alles gleichgültig. Okay, wo müssen wir denn das denn benutzen? Mhm. Okay. Oh, Sessel. Unsere Polsterung ist einfach aus Metall. Woher weiß ich das, dass es aus Metall ist? Zweitens. Doch was wäre, wenn ich einen Magneten verwende? Du kannst es so einfach hier so aufschneiden. Wie wär's? Dann halt nie. Oh Mann, die Logik des Spiels, ey. Hier brauchen wir immer noch drei Springer. Hier brauchen wir immer noch. Ja. Kann man die machen, ne? Nee. Okay, geht nie. Das wär's, ey. Der Nebel ist immer noch zu dicht und ich bin immer noch komplett blind. Ja, bringt das nicht so richtig viel was. Das ist ja Volljahr und Volljahr. Oh, Kamin, also Kamin sind, ich dachte, hier kommst du noch zu den komischen Fenstern hier. Ja, es macht schon sehr viel Spaß, auf jeden Fall. Ja. Da sind wir immer noch hier. Hier gibt's nicht, ne? Hier gibt's immer noch nicht. Und der Wolf, der hockt da hinten immer noch. Der greift das bestimmt an, wenn wir dann hier weitergehen. Hier hinten ist noch ein Hebel. Das Gesicht kannst du da nicht irgendwie benutzen. Von der Mona Lisa hier? Oder von irgendeiner Frau? Nee, ne, ich kann gar nichts machen hier eigentlich. Ich kann hier bloß leuchten, das mehr kann ich eigentlich nie machen. Okay. Ne, ich brauche halt irgendwie so einen Hebel, damit ich ja Licht einschalte. Und der Wolf dann durch das Licht verschwindet vielleicht, weil er dann geblendet ist. Hier komme ich ohnehin, halt, weil ich hier irgendwas brauche. Oder kannst du das mit dem Schwert hier rausholen? Nee, okay. Das ist ja eher mehr ein Dolch als ein Schwert. Oder ein Messer. Der Helm geht auch nicht mehr, das haben wir jetzt rausgepickert hier. Das können wir auch nicht mehr angucken, dass das König geht, dass das König spielt hier. Vom König. Hm. Und hier ist ein Ritter. Ja, oder genau, ja, das ist eine gute Frage. Ich lasse dich ziemlich wenig zu Wort kommen, ne, ich weiß. Ach, macht nichts. Ach, ich bin so aufgeregt bei dem Spiel immer. Ich weiß auch nicht, ich finde es ziemlich cool. Wo kann man hier noch was machen? Hier kann man noch Eingang zum Schloss. Haben wir Hängebrücke, haben wir da was irgendwie. Da können wir hier noch was machen. Schützebaum. Oh, du kannst sogar schnell reisen. Das ist ja geil. Wenn ich jetzt hier draufklicke, reise ich gleich dahin. Das ist ja cool. Geil. Das ist ja mal eine sinnvolle Neuerung. Ja, und eine sehr nützliche. Ja. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch eine Leiter, damit wir da hochkommen. Eine Leiter haben wir auch noch nicht. Eine Motorhaube. Achso, das muss das hier. Kann ich das irgendwie wegkratzen? Nee, da ist irgendwas unten drunter. Weil das hier so festgemacht ist hier mit den Riemen hier, das Ding. Vielleicht ist da noch irgendwas nicht unten drunter. Mit dem Auto kann man hier ohne Schmerz machen. Nee. Ja, noch. Also da kann man manchmal nichts mehr machen. Es gibt keinen Weg über den Graben. Der Wolf hat die Brücke zerstört. Warum muss meine Schwester auch in einem solchen Schloss wohnen? Wo es nur Werwölfe gibt. Ein Werwolf-Schloss. Ja. Das haben ist sich eine halt, sehr gute Frage. Die haben sich halt das gemütliches Schloss ausgesucht. Oder da kam so ein Immobilienmakler oder so, der war so ein bisschen so zwielichtig und hat gleich gesagt, ja, hier, ich habe mich Schloss zu verkaufen, das ist ganz billig. Ja. Und Schild nach dem Vogel werfen. Oder tun wir einfach hier abschlachten, zack, hier. Dann geht ohne. Was heißt abschlachten? Das war vielleicht ein bisschen grob gesagt. Den Dolch zum Vogel werfen. Ach so, ja, genau. Können wir das ja nicht abmachen hier mit dem? Können wir das ja nicht abmachen hier mit dem Dolch? Ach, sagst du. Noch ein Schild. Was kann man mit zwei Schildern rumlaufen? Jetzt sind wir doppelt geschildert. Kann das ja gar nicht. Doppelter Schutz hält besser. Kann ich jetzt das Schild hier
Oh, das ist ein anderer Wolf, oder? Ne, ich sag jetzt selber Wolf. Ich dachte gerade, das sind zwei verschiedene Das ist Schilder. ja der gleiche. Oder Also benutzt wo, mal wo? das. Oder Ach, benutzt mal das genau. Gesicht vielleicht. Schilder. Genau, sag mal da, Ritter haben da meistens auch immer Schilder. Stimmt. Ah ja, und da durchgehen auch die hellen Barten dann weg. So. Okay, gut. Herrn Grey Greys Arbeitszimmer. Oh. Gänsehautfeeling. Wow. Huch, war das ein Wolf oder ein Werwolf? Das weiß ich auch nicht so genau. Ein Emblem. Schon wieder mit dem Wolf. Man dreht dieses Schild. Was dreht man an diesem Schild? Öffnet sich bestimmt ein Geheimgang. Wüsste ich doch nur wie. Und woher weißt du das, dass es ein Geheimgang ist? Zweitens. Woher wissen die das immer alles? Das ist mir immer so, das ist mir immer so suspekt, woher die das weiß, dass es ein Geheimgang ist. Ich würde mir erstmal so Schild angucken. Ja, Schild halt. Ja, Okay. das Spiel spoilert ja schon selber im Voraus. Ey, das gibt Oh, es hier. nicht. Ein angsterfülltes Gesicht. Ja. Oder ist es ein angsterfülltes Gesicht? Ja, Angstgesicht. Ach, hier. Ängstliches. Mensch zu Werwolf. Siehst du mal die Verwandlung hier? Ach ja, die Werwölfe leben in Höhlen und verlassen ihren angestammten Wald nie. Doch, die kommen nur zu einem Schloss hier. Doch im Inneren sind sie nach wie vor menschlich. Noch Jahre nach ihrer Verwandlung können sie ihre menschliche Form wiedererlangen. Werwölfe verbringen ihr Leben in normalen Familien. Des Nachts nehmen sie die Wolfsgestalt an und stürzen sich auf das Vieh. Der Werwolf ist ein Symbol der Machtlosigkeit des Menschen über die Kreaturen der Dunkelheit. Werwölfe? Warum sollte sich John für so ein Buch interessieren? Manchmal sind mir diese meine Verwandten echt ein Rätsel. Ja. Da sagst du was. Deine Verwandten. Oh Mann, ey. Die sich in Werwölfe verwandeln. Ein Bild. Das Bild ist beschädigt. Wenn jemand versucht hat, es zu zerstören, muss das Motiv wichtig sein. Weil es irgendeine Anleitung ist, wie man das Schild drehen muss. Oh hier. Ja, da sieht man schon ein bisschen was. Was? Gordon Freeman Gedächtnisbrecheisen. Brecheis. Half-Life Gordon Freeman Ah ja. Gedächtnisbrecheisen. Hier hat der Wolf auch gewütet. Half-Life-Werbung. Der Wolf